beim Raum Luzern daheim und habe das diverse Angebote geprüft. Und habe letztendlich müssen sagen, dass das Angebot von der FHSG St. Gallen eigentlich dem am meisten entsprochen hat, was ich mir vorgestellt habe. Eine gute Kombination zwischen Technik, aber auch Management. Dein thematisch hat mich sehr interessiert, weil ich komme ursprünglich aus dem technischen Bereich, an der HTW Chur. Und das ist die optimale Ergänzung zu meinem bisherigen Know-how zum Alterstudiengang. Zum einen, weil ich bestimmte Kollegen habe, die das hier gemacht haben, und zum anderen, weil es sehr schön euch ist. Ich bin von Appenzell und da ist es naheliegend. Grundsätzlich hoffe ich mir einfach, dass ich es in der Praxis anwenden kann, was ich gelernt habe, was ich bis jetzt auch schon gefunden habe. Und dass man einfach in der weiteren Karriere ein bisschen im Sprungbrett ist. Ich bin auch noch jung und ja, soll mir dort helfen. Ich arbeite bei einer grösseren Bank hier in St. Gallen, in der Raiffeisen, wenn man das da sagen. und ja, wie es halt die grösseren Institute ist, da hat man mehr Möglichkeiten, wenn man sich wirklich gut bildet und wenn man dort. Man kommt zum anderen natürlich auch die Chance über, um das überhaupt zu machen. Und das ist natürlich auch ausschlaggebend gewesen. Und mit dem Rucksack, denke ich, gibt es auch die entsprechenden Chancen, um sich etablieren können im Unternehmen. Ja, also das ist sicher auch so. Ich glaube, die Kontakte, die man hat verknüpfen mit den Klassenkollegen, war sehr spannend gewesen und ist auch das, was jetzt nachhaltig auch jetzt in unserer Gruppe sicher weitergeht. Ich glaube, das ist etwas, was nachher dann, wenn man es wirklich weiterpflegt, auch fürs Leben kann, entsprechend weiterbringen. Ja, eigentlich schon, ja, weil jetzt ganz spezifisch die Masterarbeit zu erstellen, das ist so ein Lehrplatz, wo man ein bisschen lernt, um ein bisschen nach der 80-20-Regel zu leben, zum sagen, bis hierher und irgendwann ist es dann aber genug. Ja, das ist sicher so. Also ich glaube, durch das Angebot, das wir im Business Information Management sehr breit ist, gibt es, ich würde sagen, fast tagtäglich Sachen, die man kann anwenden kann, sei das auf der technischen Seite, aber auch im Bereich Marketing, im Bereich Betriebswirtschaft, wenn es um Business Cases geht und so weiter, wo wir selber dürfen erarbeiten. Und wie gesagt, in einer Führungsfunktion, wenn ich jetzt darf sein, sind das immer wieder Themen, die dementsprechend adressiert werden. Es ist so ein breites Spektrum, wo man einfach langsam reinwächst in diesen drei Lehrgängen, die man können besuchen kann. Jetzt konkret auch die Masterarbeit habe ich für die Firma machen und dort daraus habe ich auch gemerkt, dass es sehr sich lohnt, um mit einem Thema vertieft auseinanderzusetzen und sich die Zeit zu nehmen. Das Ganze so auseinanderzupeilen und anzuschauen und aufzuarbeiten. Und das ist sicher auch etwas, wo mir jetzt gerade einen direkten Nutzen schon wird geben. Das ist sicher so, ja. Ich glaube, wir haben während den zwei Jahren, wo wir jetzt dran sind, hervorragende Dozenten gehabt. Und die Fachhochschule war auch immer sehr kompetent. Und man muss sagen, sie haben auch sehr gut immer reagiert auf Inputs, die auf unserer Seite kamen, wenn auch mal etwas auch nicht ganz so gut war. Das kann man wirklich sagen, ist sehr gut. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Gefallen hat mir hauptsächlich, dass Dozenten extrem praxisnah sind. Die meisten Dozenten sind direkt aus der Praxis, das hat sie enorm abwechslungsreich gemacht. Und vor allem finde ich, man lernt von praxisorientierten Leuten mehr, als wenn sie jetzt reine Theoretiker sind. Auf jeden Fall, ich finde es eine gute Mischung von Theorie, die vermittelt worden ist. Es waren gute Referenten gewesen, im Gesamten war es stimmig gewesen. Ein wesentlicher Aspekt hatten natürlich auch Mitschüler, die auch aus ganz unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen geografischen Orten schlussendlich gekommen sind und in diesem Zusammengemisch, wenn die FHS das aufrechterhalten kann, ist es absolut empfehlenswert.